Leute, Marc hier von MacMath Studios. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Review. Heute teste ich einen weiteren RC-Quadcopter für euch, und zwar den Liancheng LS215. Das ist ein kleiner Standard-Quadcopter, der momentan sehr günstig zu haben ist. Der kostet also nur rund 16-17 Euro zum Zeitpunkt des Videos. Und den schauen wir uns auf jeden Fall jetzt mal an. Der Preis ist auf jeden Fall extrem günstig. Ich habe den Quadcopter von Lightech.com. Das ist ein asiatischer Versandhändler, der weltweit versandkostenfrei versendet. Und das habe ich gemacht, und der Versand hat ungefähr 14 Tage gedauert. Das ist also ganz normal, wenn man in Asien bestellt. Ihr findet auf jeden Fall den Link zu Lightech und alle Infos in der Videobeschreibung. Und hier ist das gute Teil: die Sachen sind auch immer gut eingepackt, dass auf dem Weg hier nichts passiert. Meistens ist das hier so ein bisschen eingedellt, aber da ist noch nie was passiert. Also die Asiaten wissen das auch, dass das unsanft behandelt wird hier auf dem Weg. Insgesamt ist mir die Packung auch schon fast zu groß. Da gibt es also durchaus Hersteller, die es schaffen, da Material zu sparen und das Ganze in einer halb so großen Schachtel auszuliefern. Aber jetzt würde ich sagen, wir machen den Liancheng LS215 einfach mal auf. Wie gesagt, für den Preis von 16-17 Euro bin ich einfach gespannt, wie sich das Ding hier verhält. Der Quadcopter soll angeblich mit Headless Mode ausgestattet sein, das habe ich jetzt außen gar nicht gelesen. Headless Mode ist so eine Art Notfallprogramm, meines Erachtens nach, um die Flugrichtung des Quadcopters nicht mehr nach seiner eigenen Achse, sondern nach dem Magneten in der Fernsteuerung auszurichten. Das kann man eben im Notfall machen, wenn man einfach nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist beim Quadcopter. Dann kann man das einschalten und dann ist hinten eben da, wo die Fernsteuerung ist, und man kann eben gemütlich zurückfliegen, egal in welche Richtung der Quadcopter gerade steht. Das funktioniert nicht immer bei den Quadcoptern, gerade in dieser Größe. Also ist wirklich nur ein Notfallprogramm, das man einschalten kann, wenn wirklich nichts mehr geht. Bei dem Quadcopter hier ist es eben auch so, dass er komplett weiß ist. Man kann also hier auch echt unten schlecht erkennen, wo vorne und hinten ist. Da schauen wir uns gleich noch die LEDs an, wie die so sind. Hier ist auf jeden Fall schon mal die Anleitung. Die ist erfahrungsgemäß in englischer und in chinesischer Sprache, ist aber ausführlich genug. Ihr bekommt hier alle Infos zur Ladezeit, zur Flugzeit und wie ihr das Ding hier steigen lasst. Also das ist Standard bei chinesischen Herstellern in dieser Größe. Legen die einfach so ein Faltblatt bei. Dann schauen wir hier mal, was hier noch drin ist. Und tatsächlich ist hier gar nichts drin, also tatsächlich nur leeres Verpackungsmaterial. Das meine ich damit, das muss nicht unbedingt sein, man kann schon ein bisschen sparen. Auf der anderen Seite ist die Verpackung der Fernsteuerung, die ziehen wir jetzt einfach hier raus. Hier unten ist auch der kleine Zubehörbeutel mit den Ersatzrotorblättern etc., das schauen wir uns alles gleich an. Dann würde ich sagen, machen wir noch den Quadcopter hier ab. Der ist auch unten einfach nur festgezurrt mit ein paar Drähten. Die kann man entweder abschneiden oder losdrehen. Das geht bei denen hier relativ gut. Ich spule mal ein bisschen vor, damit es ein bisschen schneller geht, auf jeden Fall. Und hier unten diese Drähte abmachen, dann den Quadcopter vorsichtig abziehen, dass man da an den Rotoren nichts beschädigt. Und dann könnt ihr den einfach hier oben abziehen. Jawohl, ich würde sagen, der macht schon mal einen ganz ordentlichen Eindruck. Der fasst sich also gar nicht so knarzig an, wie ich ihn eingeschätzt habe, gerade bei dem Preis. Dann haben wir hier die Fernsteuerung, die hat eine sehr ungewöhnliche Form. Zum einen ist die mal richtig groß, muss man echt sagen, also für große Hände ebenfalls geeignet. Hier hinten sind die Schulterbuttons, also so vom ersten Eindruck ist es ganz okay. Aufgrund der Größe ein bisschen komisch in der Hand, also nicht ganz so handlich wie gedacht, ist auf jeden Fall ganz gut zu erreichen. Die Knüppel sind ebenfalls ganz stramm gespannt und hier hinten wird das Ganze betrieben mit 4 Mignon-Batterien, AA-Größe. Dann geht das Ganze hier ab. Die Steuerung soll eine Reichweite von knapp 30 Metern haben. Also das schauen wir uns auch noch an draußen. Dann haben wir hier hinten den Zubehörbeutel. Der ist obligatorisch. Hier haben wir das Ladegerät und die Ersatzrotorblätter. Dann kann ich den Akku gleich aufladen, um den ersten Probeflug zu machen. Die Ersatzrotorblätter haben alle die gleiche Farbe. Das hilft also während des Fluges nicht unbedingt, die Flugrichtung zu erkennen. Hier ist das USB-Ladegerät. Die Ladezeit beträgt knapp 45 Minuten. Das ist vollkommen im Rahmen. Und hier haben wir den Quadcopter mal in etwas näherer Ansicht. Hier vorne sieht so aus, als wäre eine Kameralinse angedacht. Von der Optik her ist das so ein bisschen dem legendären DJI Phantom nachempfunden. Das ist eine große Kameradrohne, die man wahrscheinlich eh in absehbarer Zeit hier in Deutschland gar nicht mehr so fliegen darf, als nur noch mit Erlaubnis. Und allein deswegen halte ich mich lieber hier an die kleineren Quadcopter und Drohnen. Und es erfordert auch mehr Skill, die hier zu fliegen. Die haben kein GPS, die halten auch nicht die Position etc. Also das ist schon ein bisschen aufwendiger.
Jawohl, ihr habt gesehen, da an der Seite ist ein Ein- und Ausschalter. Das ist von Vorteil, wenn man den Akku ansteckt, um den Quadcopter auf eine Ebene zu stellen. Um den zu kalibrieren, das kann man machen und dann den Quadcopter einschalten. Das hier ist der Akku, der hat 3,7 Volt mit 350 mAh. Das ergibt ungefähr eine Flugzeit von 6 bis 7 Minuten. Also das ist vollkommen okay in der Größe und bei dem Preis von Quadcopter E. Den stecke ich jetzt auf jeden Fall mal an den USB-Port. Jetzt schauen wir uns noch ganz kurz die Fansteuerung an. Man sieht, dass hier ist ein LED verbaut hinter diesem Fenster. Hier oben hat man komischerweise eine Foto- und Videotaste. Der Quadcopter ist nicht damit ausgestattet, aber es gibt bestimmt eine Version mit Kamera, wo das benötigt wird. Hier sieht man die Knüppel, die sind ordentlich stramm gespannt und diese Tasten hier sind für die Trimmung des Quadcopters zuständig. Die Flips und den Inverted Flight löst ihr aus, indem ihr auf die Thumbsticks hier draufklickt. Auf der einen Seite, auf der rechten Seite sind die Flips und links endet ihr die Fluglage. Die Optik der Steuerung erinnert auch so ein bisschen an einen Game Controller, finde ich ebenfalls sehr cool und ich schaue nochmal hier hinten vier Mignon-Batterien, die lege ich jetzt gleich ein, denn es geht gleich raus zum ersten Probeflug. Momentan ist es echt laufend nass draußen und schlechtes Wetter, ich will eigentlich auch mit meinen RC-Panzern fahren gehen, aber der Boden war noch extrem nass für Panzer zu fahren, deswegen fliege ich hier mit dem Liangsheng LS215 und der ist jetzt eingeschaltet. Jetzt schalte ich hier noch die Steuerung ein. Die macht auch ein relativ cooles Geräusch beim Einschalten, das hatte ich bisher auch noch nicht. Jetzt kann man bequem hier den Quadcopter einschalten und man sieht hier schon sehr gut, trotz Tageslicht erkennt man die LEDs sehr gut. Also die sind richtig hell und ich würde sagen, jetzt machen wir gleich den ersten Abflug mit dem Teil hier. Die Rotoren drehen schon mal und los geht's. Der erste Eindruck, das Ganze reagiert schon ein bisschen träge, ist aber trotzdem gut abgestimmt. Und jawohl, die Geschwindigkeit ist ebenfalls ganz okay. Ihr könnt hier bei dem Quadcopter die Geschwindigkeit nicht umstellen, also der ist einmal so abgestimmt. Und diese Abstimmung ist jetzt nicht ultra schnell, aber auch nicht ultra langsam. Wenn man aber als Anfänger zum Beispiel etwas langsamer fliegen will, um den Neigungswinkel hier ein bisschen zu reduzieren, dann kann man einfach nicht herunterschalten. Und wenn man als Profi schneller fliegen will, dann kann man natürlich nicht nach oben schalten. Aber die Steigleistung des Quadcopters ist schon ganz okay. Also die Motoren haben schon ordentlich Power. Die Rotoren selbst haben auch eine ganz ungewöhnliche Form. Das sieht man also selten. Sind also relativ dicke Rotorblätter. Das Flugbild ist ganz cool. Die Steigleistung seht ihr hier. Und das hier ist der Inverted Flight Mode. Man kann hier komplett auf dem Rücken fliegen. Die Rückenlage ändert auch nichts an der Flugrichtung etc. Ihr müsst also nicht umdenken. Ihr könnt sogar hier in Rückenlage landen und starten. Das ist dank der Prop Guards auch kein Problem. Wenn man bedenkt, dass der Quadcopter so 16-17 Euro kostet, ist das wirklich schon ganz enorm, was der hier leistet. Ein bisschen Nachteil ist die Reichweite, die ist ein bisschen gering. Angegeben mit knapp 30 Metern würde ich eher 20 Meter sagen von der Reichweite her, aber nach 20 Metern sieht man den Quadcopter auch kaum noch. Ansonsten reagiert er gegenüber anderen Quadcoptern ein bisschen träge. Das Ganze fühlt sich von der Eingabe am Controller nicht ganz so direkt an wie zum Beispiel bei einem iChin oder bei einem Flurion. Aber das Ganze ist immer noch vollkommen okay und ihr seht, er lässt sich auch wunderbar kontrollieren, auch hier zwischen den Bäumen hindurch. Ich habe ganz da hinten auch einen im Baumwipfel hängen, der hängt auch da immer noch, da kannte ich das noch nicht so gut wie hier. Also ich würde sagen, vom Fliegen her lässt er sich wunderbar kontrollieren, hat eine ordentliche Steigleistung, hat ein paar Tricks drauf. Für den Preis auf jeden Fall kann man gar nichts falsch machen, die Flugeigenschaften sind top. Auch das LED ist auf die Entfernung gut erkennbar, auch bei Tageslicht. Und ihr könnt natürlich auch wunderbar indoor fliegen. Das ist eh von Vorteil. Der kleine Quadcopter ist dank seines Gehäuses schon ein bisschen windanfällig. Ansonsten habe ich da echt viel Spaß mit gehabt. Und ihr seht auch, der geht schon richtig ab. Und das hier hinten ist auch schon die Höchstreichweite, die man so erreichen kann. Da merkt man so ein bisschen, wenn die Eingaben noch träger werden. Und dann ist somit die Höchstreichweite erreicht. Das ist dennoch ganz okay für die Art von Quadcopter und auch für die Größe. Jawohl, ich würde sagen, ich komme langsam zum Ende des Videos. Und ich hoffe, euch hat meine kleine Vorstellung zum Liangsheng LS215 gefallen. Ist ein wirklich cooler kleiner Quadcopter. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt die in die Kommentare. Ich antworte euch sehr gerne. Ansonsten danke ich euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert, einen Daumen nach oben gebt. Bis zum nächsten Mal, euer Marc von MacMath Studios. Ciao!